Moin Moin und willkommen bei Simsantino und ja, auch willkommen zur zweiten Folge hier bei uns im Modern Nordic Family. So sieht das bis jetzt aus hier mit dieser Glasfront und ja, heute geht's weiter. Wir machen noch ein bisschen Grundriss, denn das ist dringend notwendig. Hier fehlt auf jeden Fall noch viel. Und ja, falls ihr euch fragt, so weiß, ja, tatsächlich, das bleibt so weiß. Das ist ein ziemlich weißes Haus. Das ist nämlich nach einem reellen Beispiel. Also nach einem reellen Vorbild. Und ja, deswegen, so wird das bleiben. Und wir suchen uns jetzt erstmal hier noch ein schönes Fundament raus. Das ist ja ganz schick, weil das auch so schön weiß ist. Dann ist das so ein bisschen eben eher, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Dann ist das eben schön eben. So, die Raumaufteilung haben wir gestern sei schon in der letzten Folge schon so ein bisschen gemacht. Hier ist so die Wohnzimmerecke mit Fernseher. Das möchte diese Dame hier auch schon ausprobieren. Die einen Sonnenbrand hat, glaube ich. Und sonst können wir nochmal gucken. Hier sollen die dann essen später. Also Esszimmer so ein bisschen. Und hier kommt eine große, schöne, moderne Küche rein. Im nordischen Stil natürlich. Hier so ein bisschen Eingangsbereich. Hier die WC-Anlagen. Und hier ein Hauswirtschaftsraum. Dann möchte ich hier gerne, ich glaube, das Elternschlafzimmer reinmachen. Wartet mal kurz, ich habe einen Grundriss. Dann sage ich euch, was ich da reinmachen will. Das ist die untere Etage. Es gibt auch einen für die obere Etage. Sorry kurz, dass ich verwirrt bin. Das ist nämlich für die obere Etage. Müssen wir so gucken. Ah ja, genau. Hier kommt ein Kinderzimmer rein. Hier kommt noch ein Kinderzimmer rein. Hier das Elternschlafzimmer und hier noch ein Bad. Genau, das war unser Plan so. Das müssen wir heute noch mal ein bisschen ausarbeiten. Wie ich das meine mit dem Ausarbeiten, ja, das werde ich euch gleich zeigen. Ja, genau, hier ist ein Hauswirtschaftsraum drin. Das musste ich auch noch mal kurz nachgucken, ja. Dann müssen wir jetzt auch erstmal hier gucken, dass wir hier eine Treppe hinmachen oder das Gelände hier leicht erhöhen. Beides geht. Das müsste schon reichen, oder? Das ist zu stark, aber leider auch. Wir müssen es echt ganz sachte machen. Kommt man in das Haus rein von hier? Komm mal hierher. Komm mal hierher. Du Tante. Ja. Komm. Beweg dich. Dann teleportiere ich dich hierher. Es geht. Das ist gut. Das heißt, die Tür lässt sich so benutzen. Dann könnten wir das so lassen. Theoretisch könnten wir das dann so lassen. Wie sieht das denn sonst noch aus von der Seite? Ich muss mal kurz ein Bild abrufen. Habe ich leider gar kein Bild zu, wie das an der Seite aussieht. Schade. Hätte mich ganz doll sogar noch interessiert. Ja, ich würde sagen, da machen wir so ein bisschen Auffahrt hin. Oder ich überlege, ob wir hier nicht doch lieber Treppen machen, dass wir das auf einer Ebene behalten. Ja, 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 doch, doch. Doch, doch. Doch, 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 doch. Ja, einmal alles glätten und auf eine Ebene bringen. Wir sehen das hier. So soll es sein. So und nicht anders. Perfekt. Genauso. Ja. Und wir könnten es vielleicht noch ein bisschen höher machen sogar. Ist aber wieder zu hoch eigentlich. Eigentlich wollte ich das gerne so, dass man das noch so benutzen kann. Ne, genau, wie das Kind das hier gerade schon demonstriert. Du, Kleine. Probier es mal aus, hm? Geht das? Ja, das meine ich nämlich. Dass die das können. Das heißt, die kommen da wahrscheinlich auch rein. Das ist schön. Dann machen wir hier nochmal eine Treppe dran. Wie kriegt man das denn nochmal so hin? Wie war der Trick dabei nochmal? Ups, nein, das war nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur die... Oh. Wir machen mal kurz die Tür weg. Und dann, warum nicht? Wenn wir das jetzt aufmachen... Ups, das habe ich weggemacht. Wenn wir das jetzt aufmachen... Achso, das geht nicht. Okay. Dann lassen wir es so, wie es war, würde ich sagen. Nee. Das kommt nochmal weg. Und dann machen wir es nochmal.
Oder nee, wir machen hier direkt einfach eine Plattform dran. Geht auch. Das geht auch. Macht auch kein Problem. Genau, perfekt. Einmal das Fundament hier auch noch drauf. Und jetzt kann man hier das einfach so dran machen. Seht ihr? Und es ist genauso, wie ich will. Zack. Einmal klonen. Und dann, ja, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Ne, dann machen wir es lieber ganz weg. Und dann machen wir noch Halbwände an die Seite und dann ist gut. Guckt. Perfekt, so dass wenn man hier rein will, dass man dann hier ein bisschen geschützt ist. Jo, gut, dann haben wir das schon mal. Das machen wir auch noch in Putz in Perfektion. Boom, boom. Ich habe auch überlegt, ob wir hier noch einen Carport hinpacken oder wie wir das machen. Jetzt kommen nämlich ja die, jetzt wird das hier gefliest. Fliest, nennt man das hier. Kommen sozusagen die Fliesen hin. Fliest, sagt man das so? Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Würde ich mal sagen, dass man das so sagt, aber weiß ich nicht. Ja, wollen wir hier noch so ein Carport hinmachen? Ein Unterstand einfach nur fürs Auto. Eine Garage. Eine Garage außerhalb. Machen wir das? Hier so eine Garage noch hin. Kann man noch theoretisch machen, oder nicht? Hätte ich jetzt kein Problem mit, sagen wir es mal so. Und dann machen wir hier noch eben dieses typische Garagending rein. Ja doch, lass mal machen. Ne, dann nehmen wir das hier nämlich. Und dann sieht das so aus, als könnte man das aufklappen, was man aber gar nicht kann. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, ja, genau. Dann haben wir hier noch eine kleine Garage. Oder nicht? Oder nicht? Ne? Müsst ihr mir dann auch mal eure Meinung zu schreiben, ob ihr eine Garage wollt oder nicht. Weil wenn ihr sagt, nee, wollen wir nicht, sieht nicht so schön aus, dann mache ich keine Garage, ne? Es hängt immer davon ab, ob ihr was wollt oder nicht, ne? Also ich mache das so, wie ihr es wollt. Nicht so, wie ich es will. Ja, ihr seid die Zuschauer, ihr müsst es mögen am Ende, ne? So, ich überlege auch, ob wir das hier umfärben einmal. Schwarz-grau. Das vielleicht auch so ein bisschen grauer noch. Mhm. Und ja. Genau, wenn man dann vom Einkaufen wiederkommt und man ein Auto eingepackt hat, brauchen wir hier noch so eine Tür rein. Ja, kurz das Mikro ein bisschen runtergeschoben. So eine? Na, ich würde tatsächlich auch eine größere nehmen. Warum auch immer. Aber man braucht ja irgendwie was, wo man durchgehen kann, ne? Ja, so eine ist schon wieder Haustür, ne? So eine meinte ich nicht. Vielleicht so eine... Nee, so eine nicht. Meinte so eine andere. Diese Schiebetür haben wir doch sogar im Base-Game, meine ich. Ja, nee, sowas nicht. Keine Ahnung. Sonst nehmen wir halt einfach so eine klassische Tür wie diese hier oder die. Die ist auch schick. Nee, wir nehmen einfach mal diese Garagentür. Perfekt. Nee, die ist anders. Ne, wenn man dann vom Einkaufen wiederkommt mit dem Auto, parkt man ein und ja. Das passt schon. So, ja, Garten ist jetzt auch nicht sonderlich viel, leider. Ich hätte gern ein bisschen mehr Garten noch gehabt. Haben wir jetzt leider nicht. Wir gehen auch mal kurz in den www.showLiveEditObjects. Das ist der Debug. Aber nur der eine Debug. Es gibt zwei Debugs. Aber ich möchte gerne diesen Debug. Weil man in diesem Debug ganz viele Zäune findet. Und zwar in Nachhaltig Leben. Wir sind hier ja auch in der Welt von Nachhaltig Leben. Also in Evergreen Harbor. Ja, und deswegen passt das hier ganz gut, wenn man das nimmt. Was ist das? Oh, das sind schöne Steine. Wow. Die kannte ich gar nicht. Ich hatte das gar nicht so auf den Blick. Ja, es gibt hier so schöne Häuser. Oder auch das hier, ne? Und warum kann man solche nicht bewohnen? Die sind wirklich gebaut. Das sind echte Häuser. Das sieht man genau. Die wurden richtig gebaut. Die wurden, glaube ich, nicht. Nee, tatsächlich. Die wurden, glaube ich, tatsächlich gebaut. Ja. Die müssen gebaut worden sein.
Glaub nicht, dass die extra angefertigt wurden. Sieht zumindest ganz und gar nicht danach aus. Guckt mal, das kann man hier vielleicht auch so ein bisschen hinpacken, ne? Wenn man das so ein bisschen hier zu haben will. Dann kann man sowas hier auch hinmachen, aber das brauchen wir hier nicht aus dem Debug. Wow, die sind aber auch schön. Kann man die hier vielleicht auch irgendwie anpacken? Wow, oder wollen wir die hier hinpacken? Ah, die sind schön. Die sind schön. Ja, wisst ihr was? Wir packen die hier hin. Oh, wow. Oh, wow. Sind die schön. Das gefällt mir gut. Das gefällt mir super gut sogar. Ja, das ist sehr schön. Sehr schön, wirklich. Hier, die meine ich nämlich. Diese Zäune, die sind auch sehr schön, ne? Damit kann man was Feines bauen, bestimmt. Wenn man das hier so zuhaben will. Den Briefkasten können wir auch erstmal hier hinpacken. Ja, da kümmern wir uns gleich noch drum. So. Doch, eigentlich kann man diesen Zaun wohl nehmen, oder nicht? Und dann kann man diesen Zaun hier wirklich bis zum Grundstücksrand packen. Ja, das kann man. Und dann gucken wir mal weiter, ob wir das hiermit noch erweitern. Würde ich schon sagen. Ja, ich würde es auch nicht überall hinpacken. Nee, das ist immer ein bisschen blöd. Nicht überladen. Nicht überladen, nicht überladen. Aber doch, man darf ruhig schon was nehmen. Also es soll ja schon Zaun da sein, ne? Aber nicht überall nur Zaun. Weil das sieht dann auch blöd aus, zumal Zaun in Sims eh keinen Sinn hat, weil Sims immer ihre eigenen Wege haben. Aber wenn man das zumindest hier so ein bisschen abzäunt und hier vielleicht nochmal diesen Zweier. Wenn man hier diesen Zweier noch dran packt, dann ist das schön. Und wenn man den hier vielleicht sogar noch so enden lässt. Ich meine, dann kann man noch durch. Aber dann hat man halt wirklich hier so seine Privatsphäre. So ein bisschen zumindest. Und wenn hier die Kinder spielen, kann nicht von hier irgendeiner kommen, der die mitnimmt. Klar, kommt in Sims eh nicht. Aber ne, ihr versteht die Logik, glaube ich, oder? Hoffe ich zumindest. So war das halt jetzt gedacht, ne? Ja, genau. Gucken wir noch mal weiter, ob wir hier noch was Feines finden. Autoreifen sind auch sehr schön für die Garage. Ich meine, jetzt ist noch nicht die Debug-Zeit. Ich mache ja auch meistens gerne so ein paar Debug-Folgen immer. Aber trotzdem würde ich schon mal gucken, wie das aussieht. Das zum Beispiel passt ganz gut. Und dann kann man noch einen kleiner machen. Und so macht man dann einen Reifenstapel. Und der sieht dann auch ganz cool aus. So, ne, irgendwie selbst gemacht auch. Das ist ja auch realistisch, dass man in einer Garage, wo Autos drin parken, dann eben auch. Ja. Reifen hat. Genau, Reifen. Ich habe gerade vergessen, wie die Dinger heißen. Ja, Reifen. Ne, das ist ja schon ganz realistisch. So, jetzt bin ich hier wieder raus aus dem Debug. Das ist ja Mist. Aber man kommt ja ganz leicht wieder rein. So, ich würde aber auch sagen, wir haben das erstmal hier. Und jetzt machen wir die Raumaufteilung noch ein bisschen mehr. Hauswirtschaftsraum kann ich euch empfehlen. Nehmt einfach dafür, um das zu markieren, Waschmaschinen. Das ist nämlich eindeutig. Ein Bad oder WC, klar, Toilette. Jetzt wäre es eigentlich schon eingerichtet sogar. Tatsächlich ist hier auch eine Wanne. Das ist ziemlich... Ja, das ist ein echtes Haus. Und tatsächlich gibt es hier auch so diese Wanne. Das ist kein Scherz, das gibt es wirklich. Und ich schiebe mal kurz meinen Laptop hier weg, weil da komme ich die ganze Zeit drauf. Und hier ist sehr hell tagsüber. Das kann ich leider nicht ändern. Doch, das könnte man ändern, theoretisch. Wartet mal. Indem man das macht. Hilft das? Ich habe sowas noch nie ausprobiert, ob sowas wirklich gegen Licht hilft, was nervt.
Ich weiß nicht, manchmal nervt ihr Licht und ob das hilft, tatsächlich das hilft. Man kann einen Raum damit abdunkeln. Auch nicht extrem. Aber schon, okay, dann ja. Ja, so eine Lampe möchte ich hier nicht reinpacken. Wie ist das denn, wenn man den Boden und so schwarz macht? Also richtig schwarz und dunkel. Kann man durch dunkle Farben das Helle wieder hier rausholen? Ja, guckt mal. Wenn ich das jetzt weiß mache, wie das dann leuchtet. Seht ihr das? Ja, das, dann müssen wir in den dunklen Raum reinmachen. Oder wir machen hier das Elternschlafzimmer rein, weil die das vielleicht nicht so hell brauchen. Obwohl, nee, hier kommt ein Kinderzimmer rein. Hier kommt ein Kinderzimmer rein. Ja, Kinderzimmer, ganz einfach. So markiert man das. Oder machen wir, ja, hier machen wir. Oder, also hier ist ja das Arbeitszimmer. Dann machen wir hier. Oder wir machen hier ein Teenagerzimmer rein. Nee, wir machen hier ein Zimmer für zwei Kinder. Wir machen hier mit den neuen Stockbetten. Ja, die neuen können wir dann hier reinmachen. Und hier dann auch nochmal ein Zimmer für zwei Kinder. Aber für so zwei Kinder. Also das heißt drei Kinder, ein Kleinkind und zwei Erwachsene. Ja, ist ja ein Family House und ich finde wichtig, dass man in Family rein auch wirklich dann Family rausstechen lässt und dann wirklich auch Family Sachen dort reinpackt. Ja, jetzt habe ich ganz auf Family gesagt, ich weiß. Das ist wichtig. So, Raumaufteilung hätten wir dann fertig. Dann gucken wir mal, wie wir das hier jetzt machen. Ich würde die tatsächlich doch wegpacken, weil die doch nicht so passend sind, wie wir sie brauchen. Sind schon hässliche Sims, ne? Kann man schon sagen. Also nichts gegen die, aber sind einfach schon unfassbar hässliche Sims. Ja. Ja, wir werden auch eine schöne Familie erstellen für dieses Haus und nicht solche. Mein, ja, ist ja okay, aber die sind einfach nicht schön. Sagen wir es so, wie es ist. Ne, es ist einfach so. It is so, wie it is. Gut, dann ja, gucken wir mal. Oh, ich liebe dieses Haus jetzt schon. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt wirklich wieder eine coole Reihe. Und ja, wir gucken jetzt erstmal weiter, dass wir hier jetzt irgendwas dran packen. Entweder so, dass wir das so ein bisschen abdecken. Ich hoffe, ihr versteht warum. Weil ich das hier eben so ein bisschen zu haben will einfach. Weil die Privatsphäre wichtig ist, ja, die ist sehr wichtig. Auch im Internet ist Privatsphäre wichtig. Also das hat jetzt nichts mit dem Haus zu tun, aber allgemein. Das ist schon ein bisschen schöner, wenn man hier so ein bisschen Privatsphäre reinpackt. Aber ich weiß nicht, inwiefern wir das machen oder ob wir das eher, nee, so nicht, sondern oder ob wir hier eher so eine Hecke hinmachen. Das ist auch schick. Ich überlege gerade, das habe ich auch schon in meinem Familienhaus, das heißt tatsächlich Familienhaus gemacht und es ist halt langweilig, wenn man immer dasselbe macht. Darum fände ich das auch mal wieder schön. Die Standard-Hecke, ne? Die Standard-Base-Game-Hecke, die hängt einem eigentlich auch zum Halse raus mittlerweile, oder nicht? Also mir zumindest schon. Also es gibt eigentlich keine Reihe, wo die nicht benutzt wurde. Es ist halt wirklich so die meistverwendeste Wie heißt es? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Hecke wurde schon extrem oft benutzt, oder? So, und hier dann so, noch so ein Ball, dass es zu ist einfach, ja. Hier könnte man auch nochmal diesen Ball reinklatschen, einfach weil es zu sein soll. Ja, sieht hässlich aus, ich weiß, aber es geht hier. Ist ja Naturhecke, ne? Ist ja eine Naturhecke. Da darf es auch ein bisschen komisch aussehen. Ja, Gartengestaltung kommt natürlich auch noch dann. Ja, ist schick so eigentlich, oder? Ist schon schick. Oder wollen wir hier noch einen Pool dran bauen? Ja, Leute, lass das machen. Lass einen Pool bauen, ja. Pools macht man eigentlich auch zu selten oder sehr selten. Die meisten machen Pools zu selten. Und jetzt machen wir mal www.showHiddenObjects. Denn wenn ich mich nicht irre, gibt es hier irgendwo die Möglichkeit, Infinity Pools zu bauen. Welcher war das von denen? Die meine ich nicht. Also Infinity heißt ja offen, ne? Das sind ja diese
offenen Pools. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, dies hier meine ich. Nee, ich mache einen falschen Ansatz, ne? Quatsch, das ergibt hier gar keinen Sinn. Nee. War gerade ein bisschen dumm. Hier kann man gar keinen Infinity Pool bauen. Ein Infinity Pool wäre was ganz anderes. Das wäre ein Pool, der von hier... Ja, das kann ich gleich rückgängig machen. Das wäre ein Infinity Pool, aber noch nicht... Nee, nicht das. Nee. Da gab es eine Möglichkeit, wie man sowas machen kann. Weil die habe ich gerade nicht da. Egal. Ich war irgendwie gerade durcheinander. Irgendwie hatte ich gerade eine Idee und dann... Keine Ahnung. Eine Idee, die man gar nicht umsetzen kann. So. Ja, oder sowas. So eine große Leiste. Nee. Wir haben auch keine schönen Poolleisten. Ich sag's so, wie es ist. Leider nicht. Ich würde auch sagen, wir nehmen das Glitzerwasser, weil das ist ein sehr schönes Wasser. Und dann eine Leiter hier rein, ne? Wir wollen ja, dass hier jeder reinpasst. Jeder reinkommt. Und deswegen eine Leiter. Ich würde auch tatsächlich das hier so machen, dass man hier nochmal diese Dinger macht. Das habe ich auch in meinem Familienhaus gemacht, weil das ist ein Pool. Da werden Kinder drin spielen. Kinder planschen gerne rum. Wasser schießt rüber. Und dann... Ne? Dann kann das da reinsickern und hier sammelt sich kein Wasser an. Das ist wahrscheinlich gar nicht so dumm. Das wäre sogar nicht mal dumm, wenn man das hier auch noch hinmacht, damit, wenn das Wasser rausschießt, dass das hier wieder hinsickert. So wie auch eben im echten Schwimmbad, ne? Da ist das ja auch so. Dass wenn Wasser rausgeht, dass es eben wieder eingesogen wird, sage ich mal. Ja. Ja, ob wir das so lassen? Nee. Wir müssen ja auch nicht realistisch machen. Ich weiß nicht mal, ob die überhaupt eine Funktion haben. Dachte ich nur so. War gerade eben so ein Gedanke. Nee. Dann reicht das hier, weil, ne, ihr wisst, Kinder planschen rum. Und dann, so, sind die drin. Wuff. Schießt das hier rüber. Und dann kann es hier wieder rein, weil hier ist ja die Leiste, da kommt es dann nicht rüber, ne? So. Damit es auch nicht nach draußen läuft, weil da ja Chlor drin ist, sehr wahrscheinlich, kommt das hier auch nochmal hin. Ne, damit, wenn das Wasser rausschießt von hier, buff, dass es dann hier landet und dann von hier irgendwie wieder so wupp, und dann hier eingesogen wird oder hier eingesogen wird. Ja, okay, ich bin sehr komisch. An was ich denke, ne? So, Lampen sind natürlich auch richtig geil, weil wenn man Nachtschwimmen macht, was man ja bestimmt mal machen will. Als Kinder, ne? Nachts in Pool. Dafür braucht man dann natürlich hier auch Lampen. Ja, die erstmal sehr komisch platziert sind. Das macht ja nichts. Die kann man ja später nochmal korrigieren. So, ja, wow, oder? Ey, das Wasser sieht richtig geil aus. Ich möchte jetzt tauchen hier in dem Wasser. Was sehe ich denn hier? Oh ja, und stimmt, wir haben auch Kommentare bekommen, ne? Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich möchte jetzt immer diese Kommentar-Session sozusagen machen, wo wir uns die Kommentare am angucken. Und zwar hat Alice19 Farming Simulator geschrieben. Das habe ich hier immer aufgeschrieben, aber ich möchte gerne das so vorlesen, wie er es auch genau geschrieben hat. Eine Sekunde. Hier sind die Kommentare. Habe ich mir nämlich nicht exakt abgeschrieben. Ja, wartet. Super Video, ich finde den Grundriss stark. Bau doch noch einen Keller mit Fitnessraum und Sauna und Partyraum. Mach weiter so. Ja, vielen Dank. Freue mich, dass dir das gefallen hat, die erste Folge. Freut mich auch, dass du den Grundriss stark findest. Und ja, das ist keine schlechte Idee eigentlich. Hatte ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass wir einen Keller bauen, ne? Dass wir wirklich halt noch so einen Fitnessraum machen. Ja,
ne, wenn die Kinder dann zu Teenagern werden, können die da auch noch ein bisschen Sport treiben und dann eben, ja, eine Sauna und ein Partyraum ist nicht schlecht. Sauna ist halt eine Sache so, was die Packs angeht. Ich bin immer bereit, mein Pack zu holen, wenn ich eins nicht habe. Und ja, eigentlich steht das Pack, also das heißt Wellness-Tag, schon länger auf meinem Plan. Aber irgendwie kam immer was dazwischen und ja, aber doch, das ist gut. Und ja, das war es auch erstmal mit den Kommentaren zur ersten Folge. Kommentiert, wenn ihr auch eingeblendet werden wollt, wie jetzt hier LS19 Farming Simulator. Das mache ich jetzt immer. Jeder hat die Chance darauf. Ich blende jeden ein, der kommentiert. Das heißt, kommentieren lohnt sich wirklich. Also, ob es was damit zu tun hat, was ich hier mache oder nicht, ich blende jeden ein. Einfach, weil es euch irgendwie anregen soll, dass ihr kommentiert, ne? Und ja, ich habe kein Problem damit, euch einzublenden. Man darf ruhig wissen, dass ihr meine Videos mögt oder so. Das ist okay. Also auf jeden Fall kommentieren, wenn ihr eingeblendet werden wollt. Wenn ihr nicht eingeblendet werden wollt, dann müsst ihr kommentieren und schreiben, dass ihr nicht eingeblendet werden wollt. Denn ich werde jeden Kommentar einblenden. Weil ja, ich möchte einfach euch irgendwie ein bisschen Unterstützung geben. Ich habe auch jetzt überlegt, ob ich die Kommentare von meinem Let's Play einblende. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wobei ich ja, ich kann jetzt ja nicht behaupten, dass ich 1000 Kommentare habe. Aber ja, da bin ich mir nicht so sicher. Wollt ihr, dass ich Kommentare einblende oder nicht? Also beim Let's Build mache ich es, aber beim Let's Play, ich möchte beim Let's Play nicht so viel Zeit verschwenden. Klar, bei den Let's Builds auch nicht, aber beim Let's Build habt ihr ja meistens auch Ideen. Wow, das ist schön, aber es passt hier nicht so gut her. Eigentlich war das mit diesem Stein schon ganz schön vorher, oder nicht? Oder das hier, das ist eigentlich auch schön. Ja. Wollen wir das hier nehmen? Ja, machen wir das? Wollen wir das hier nehmen? Ja, oder? Das ist schön eigentlich. Ja. So, Keller planen. Ich mache ja immer gerne so viel Keller wie auch Haus. Also, ich mache gerne genau da, wo das Haus oben ist, auch noch einen Keller drunter. Man kann natürlich den Keller auch ausbauen und den... Was ist hier das Problem? Okay, verstehe ich jetzt nicht. Oh, wir haben nicht genug Geld. Das ist ja... Blöd, Maselot. Perfekt, jetzt nochmal. Ich habe mich schon gewundert, warum das nicht geht. Ja, dann nochmal. Jetzt aber. Und jetzt aber auch richtig. Ist irgendwas passiert hier mit? Nö. Wir könnten einen Infinity Pool tatsächlich bauen. Wir könnten, wenn wir wollen. Wir könnten, wenn wir wollen. Ich glaube, wir wollen, oder? Wollen wir Infinity Pool bauen? Ja, wollen wir, glaube ich, oder? Eine halbe Infinity Pool. Das hier ist ein Infinity Pool, wo man reingucken kann. Wow. Boah, wäre das geil, wenn man hier irgendwie den Fitnessraum hinpackt. Oh ja, so einen richtig ausgebauten Keller. Ja, wir machen einen ausgebauten Keller. Hier kommt der Fitnessraum rein. Oh ja, ich habe gute Ideen. So, und zwar hier ist der Eingang in den Fitnessraum rein. Ja, genau, so richtig... Und dann, bevor man richtig loslegen kann, muss man hier rein duschen. Und dann kann man eben hier rein. Beziehungsweise, naja, was heißt, man geht duschen. Man geht nicht duschen, bevor man in den Fitnessraum geht. Naja, aber hier sind auf jeden Fall auch die Duschen und so. Perfekt, ja. Wir sollten jetzt nur überlegen, wo wir die Treppe hinbauen. Wir klonen uns die auch, weil die ist ganz cool eigentlich. Na, komm, einen weiter noch nach vorne. Da sind wir drin. Nee, das will ich eigentlich nicht. Mh,
Ja, nee, das ist mir auch zu offen, ehrlich gesagt. Okay, dann machen wir es doch ein bisschen anders. Dann geht es hier eben rein. Das hier geht schneller, ne? Und dann ist eben hier der Eingang und die Duschen auch. Quatsch. Dann sind hier die Duschen drin. Perfekt. Dann machen wir das so. Und hier könnten wir die Sauna reinpacken. Und dann hier auch nochmal ein Mini-Pool rein. Warum ein Mini-Pool? Weil man muss sich hier abkühlen, nachdem man in der Sauna war. Oder ist das nicht so? Doch, ist eigentlich so, ne? Und dann kann man eben hier in den Mini-Pool noch rein. Und dann kommt hier noch der Partyraum rein. Wo immer dicke, fette Partys gefeiert werden können. Okay, es wird zu einer Luxusvilla. Das war gar nicht so geplant, dass wir eine Luxusvilla bauen. Aber es ist okay. Boah, einen richtig ausgebauten Keller kann man machen. Kann man nicht nur, sondern wir machen es auch. Und dann markieren wir das auch mal. Und wir haben schon wieder 30 Minuten rum und sind immer noch am Grundriss bei, ne? In der nächsten Folge geht es dann erst richtig los. So, das hier markieren wir mal mit Fitnessraum. Hier ist der Eingang. Ja, natürlich machen wir nicht eine Rezeption rein, aber das soll nur markieren. Hier ist der Eingang und hier wird geduscht. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich erst anfangen können. Es sei denn, wir arbeiten immer noch am Grundriss. Manchmal dauert ein Grundriss auch 3 Folgen lang. Der Grundriss muss nämlich stimmen. Hier würde ich jetzt irgendwie gerne eine Sauna markieren. Das kann man jetzt nicht. Dazu nehmen wir uns die Ottomanen einfach. Die sind nämlich bei Komfort und hier. Sieht das so aus, als wenn man hier auf den Ottomanen sitzt und dann sozusagen in der Sauna ist, ne? Theoretisch wäre das ja auch schon eine Sauna, wenn man will. Und dann eben hier, das erhitzt das hier eben alles. Und ja, hier ist dann Partyraum drin. Das ist Raumaufteilung. So, die Türen müssen wir auch noch einplanen, ne? Wollen wir das jetzt machen, dass wir die Türen hier schon mal einplanen oben? Wir klauen uns natürlich auch einmal diese Türen, oder? Ja. Hier kommt so eine Tür rein. Hier kommt die hier hin und hier auch noch eine. Und oben kommen dieselben Türen rein. Oder ja, ich habe eine Idee, dass wir das Bett dann hier so reinpacken, dass das dann so ein bisschen versteckter ist noch, ne? Dass man nicht direkt reinkommt. Oder man macht die Tür hier rein und dann das Bett hier hin, damit man hier so ein bisschen versteckter noch ist. Nee, wir machen es doch hier und dann das Bett eher hier irgendwo. Ja, wie genau gucken wir dann mal? Hier geht es dann weiter und auch so. Und wie kommt man hier rein? Ich denke mal so oder so. Wie machen wir das? Na, auch erstmal mittig. Mittig ist immer ein bisschen schöner, ne? So, und im Keller hat man vielleicht andere Türen. Der Partyraum ist ein bisschen anders. Der öffnet sich anders. Es ist mehr so ein. Ja, es ist halt ein Raum, der wird nicht mal so benutzt, wenn man 2, 3 Freunde empfängt, sondern der wird benutzt, wenn Silvester ist und man eine richtig fette Party machen will. Oder? Würde ich sagen. Und ja, oder dann kann man vielleicht. Ne, mieten ist ein bisschen unrealistisch. Aber ich würde schon sagen, hier kommt richtig eine Tür rein. Genau, der wird richtig bewacht mit Türsteher. Nee, aber hier würde ich irgendwie gern was anderes reinpacken. Oder hier solche Schiebetüren, ja. Damit, wenn man dann hier reinkommt, dass da richtig so dieses Party-Feeling aufkommt. Aber offen darf es natürlich auch nicht sein. Warum? Weil, wenn die Kiddies hier oben schlafen schon, weil es spät ist und da unten noch die Erwachsenen feiern,
dann sollte das ja nicht so zu hören sein. Darum wären schalldichte Türen besser eigentlich. Ja, naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, oder wie? Hier ist dann natürlich zu. Ja, oder wir grenzen die Kellertür doch tatsächlich ab, dass die nicht so offen ist. Dass man die nicht so findet, so leicht, ja. Ja, ja, doch. Doch, doch, doch. Ja, und wie kommt man dann hier lang? Ah, schwierig, ne? Schwierig. Ja, ist wirklich sehr schwierig. Aber das passt schon. So würde ich es auch nicht machen wollen, glaube ich, oder? Doch, so. So mache ich es auch gerne. So ist es auch zu. Aber nee, nee, so geht es auch nicht, weil dann ist hier auch was blockiert. Nee. Ja, wir müssen mal gucken, wie. Wir müssen mal gucken, wie. Oder wir lassen das hier tatsächlich offen und nur hinten zu. Oder nee, wir machen hier irgendwie einen Zaun hin. Ja, wir gucken dann nochmal, wie. Das gucken wir dann in der nächsten Folge. Ja, Grundriss ist erstmal wieder durch. Nächste Folge geht's weiter mit dem Grundriss. Obwohl, eigentlich könnten wir noch ein bisschen weitermachen, oder? Ich habe eigentlich noch voll Bock. Aber ich würde dann beim nächsten Mal, glaube ich, doch schon anfangen einzurichten. Und ich möchte halt nicht für nur 5 Minuten anfangen einzurichten. Wir könnten noch mal gucken, ob wir einen Kamin, also einen Schornstein draufpacken. Oder nicht. Schornstein oder nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir sind ja in Evergreen Harbor und das ist bestimmt negativ, oder? Nö, ist doch gar nicht negativ. Dann lass das mal machen. Ja, lass das mal machen. Aber ja, nicht, dass sie dann später rummeckern. Wollen wir doch nicht. So, aber ich finde es viel schöner, wenn wir hier Sonnenkollektoren draufpacken. Solche nämlich. Guckt mal, das ist doch total schön. Ja, das gefällt mir gut, wenn wir hier Sonnenkollektoren drauf haben. Das ist, glaube ich, auch ganz passend so. Oder nicht? Ist das passend? Passt das? Ist das so dieses Nordische? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wie die da sind, so in Schweden und Skandinavien und so. Ob die da schon relativ modernisiert sind. Was Sonnenkollektoren und so weiter angeht oder nicht. Kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Ja, aber ich glaube, die sind doch schon relativ weit, was das angeht. So, ja, das sind auf jeden Fall viele. Das ist schon mal ganz schön. Dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Part. Ja, wir haben schon viel geschafft, ne? Nochmal kurz durchgehen. Hier haben wir den Pool hingemacht. Hier haben wir jetzt die Terrasse noch ein bisschen ausgearbeitet. Mit einem Schutzzaun. Wir haben uns eine Garage gebaut. Garage, nicht Garage. So den Eingang so ein bisschen, Raumaufteilung und den Keller. Ja, das war's. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.